Nun, also ihr könnt sehen, Brätlinge haben wir reichlich gefunden. Und jetzt kommt mal die Verkostung. Und zwar probieren wir es diesmal roh. Mit Salz, ein bisschen Pfeffer, einfach nur Pilzbutter oder einfach Butter auf einem Vollkornbrot. Ja, man soll das so machen, im Wald soll das gut schmecken. Ich hatte im Wald jetzt kein Salz dabei und deswegen probieren wir das hier mal. Ich habe es noch nie gemacht. Nun, schauen wir mal. Also der Brätling, klar, ein roh essbarer Pilz. Die größeren hier, die nehmen wir dafür nicht, sondern nur die kleinen. Und zwar sollen die kleinen eben nicht diesen fischigen, leicht, wie soll man sagen, krebsartigen, komischen Geschmack haben in der Milch. Den wird für die meisten so toll empfunden, also wenn er mich fragt, finde ich jetzt nicht schlimm, aber ja, ne? Also gibt auch Dinge, die muss ich jetzt nicht extrem haben, gehört das dazu. Wollen ja nicht alles der Pilzfrau wegessen, die soll das auch probieren. Ich denke hier zum Aufschneiden und Probieren reichen die kleinen, die sind wirklich klein. Jetzt mal hier ausgewachsen daneben. Und die sollen angeblich eben hier noch mild sein, nicht fischig schmecken und eben das Beste sein, was die Speisepilzwelt bietet, roh im Salat. Nun gut, probieren geht über studieren, in dem Fall zumindest, also tun wir das. Ja, und hier kann man wunderbar sehen, die Ausbeute der Milchbrätlinge. Ich habe, wie gesagt, nicht mehr gesammelt, das reicht uns. Das ist auch etwa dann die Sammelhöchstmenge, gutes Kilo. Und das werden wir jetzt nehmen. Und hier wunderschön eingelegte Pilze draus machen. Gibt es tolle Rezepte und dazu gleich mehr. Eine wunderschöne Variante. Milchbrätlinge in Öl, so mediterran, Pasta-Fungi-mäßig haltbar zu machen. Sehr lecker. Und bald geht's gleich in den Topf. Wir haben hier ein Pilzgummi, nämlich Pilzkind. Und darf hier diesen Brätling auch mal kosten? Ich meine, das ist mal etwas, das darf man jetzt natürlich nur unter Papas Aufsicht. So, na dann lass ihn mal schmecken und sag mir mal, der ist so klein, der ist so wie in meinen Fingernagel, den kannst du essen. Und jetzt kau mal richtig das Ding und beschreib mir mal, wie das schmeckt. Das schmeckt nach richtigen Pilzen. Schmeckt nach das gut? Nach richtigen Brätling. Das schmeckt richtig gut. Erstaunlich. Also die Kleinen sind weder irgendwie fischig, noch komisch, noch in irgendeiner Art und Weise klebrig oder sonst was. Ja, Pilzkind sagt Daumen hoch, also schon zwei Daumen hoch. Ja, warten wir mal auf Pilzfrau. Ist auf jeden Fall mein Gericht, da ist die Zutatenliste echt überschaubar. Scheibe Brot, in dem Fall haben wir hier einfach so ein Körner-Ölsaatenbrot. Dann die entsprechenden Milchbrätlinge. Man soll das mit Zwiebeln auch essen können, also ich werde meinen zweiten Durchgang machen. Butter, ja. Sonst nehme ich gern Pilzbutter, in dem Fall nehmen wir mal eine, um den Geschmack nicht zu verfälschen. Salz, Pfeffer. Nun, spartanisch. Und oft ist das ja das Beste. Naja, probieren wir es doch aus. So, und jetzt schneiden wir die klein. Und man soll ja schon im Wald darauf achten, dass man die möglichst eben nicht so sehr beschädigt und klein schneidet. Die sehen hier noch aus wie gemalt. Wenn man da aber nicht aufpasst und drückt die oder drückt zu viel drauf rum, sehen sie dann so aus. Ja, ne, also das ist dann nicht mehr ganz so appetitlich, wenn auch dem Geschmack kein Problem. Und ja, fangen wir doch mit den Kleinen an, nicht? Wenn man mit den Kleinen anfangen soll, machen wir das auch. Machen erstmal hier noch so ein bisschen den Rest unten ab. Also die Milchen wie verrückt und alle sagen ja, die Milch ist es und ist das Beste. Ich mag die feste Konsistenz des Pilzes. Ich habe den auch schon oft, jetzt hätte ich ihn fast ohne Butter drauf gemacht, auch schon oft direkt mit in Mahlzeiten reingemacht. Manche sagen, der wird dann so gummiartig, schleimig, was auch immer. Kann ich jetzt so nicht sagen. Ich werde den aller Wahrscheinlichkeit nach einlegen in Öl. Und da mag ich das eben auch, dass der so fest ist. Und er hat eben dann schon einen interessanten Geschmack. Die alten sind mir sonst eher zu fischig. Ist dann nicht so meins. So, also dünn schneiden. Ich gebe mir da mal Mühe. Und ja, wer Salz im Wald hat, kann das im Wald machen. Es sei immer auf das Risiko der Fuchsbandwürmer hingewiesen. Ganz ehrlich, sich das aber hört doch überschaubar. Und trau mich an sowas ran. Jeden natürlich wie immer seine persönliche Entscheidung. So. Also ihr müsst euch das etwa so vorstellen, die Wahrscheinlichkeit am Fuchsbandwurm zu erkranken ist etwa so wie vom Blitz getroffen zu werden. Es regnet, gehe ich auch in den Wald. Beides ist natürlich meist tödlich. So, also nicht im Wald gehen, sondern die anderen Sachen. So, aber jetzt zu was Erfreulichem. So, jetzt haben wir unser Brot. Also ich finde ja ehrlich diesen Milchsaft nicht ganz so erquickend.
Machen wir da ein bisschen Salz drauf. Das ist ja jetzt auch mal für den Pilzmann kocht kein Hexenwerk. So. Bisschen Pfeffer, wenn auch nicht viel. Darüber. Und jetzt geht's auch schon los. Also, so sieht das Wunderwerk aus. Mal rohe Pilze. Also wie gesagt, der Milchbrätling, einer der ganz, ganz wenigen Pilze mit weißem Milchsaft, der überhaupt mal roh essbar ist. Der Mohrenkopfmilchling wäre noch zu nennen. Beide seltene Pilze sollten geschont werden. Aber bei ausgeprägten Massenvorkommen wie im Moment kann man sowas schon mal machen. So, und jetzt? Und? Nach was schmeckt's? Pilzig, mild. Ein bisschen nach Salz von der Butter. Also wenn die jung sind, ich darf heute mal mit vollem Mund reden, dann schmecken die auch nicht fischig. Der Milchsaft ist ein bisschen klebrig. Die älteren Exemplare würde ich jetzt so nicht essen, aber die schmecken angenehm mit dem Salz zusammen. Also die jungen, knackigen Exemplare, wie immer im Leben, die schmecken am besten. So, jetzt wisst ihr es. Selbstexperiment vom Pilzmann. Wir wünschen euch einen guten Appetit.